Bei schönstem Wetter feierte die CDU Reutlingen am Freitagnachmittag ihr Sommerfest. Als Gastredner war kein geringerer als der baden-württembergische Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobel auf den Achalmhof gekommen. Hier in Begleitung von der Stadtverbandsvorsitzenden Gabriele Geiser und Landtagsabgeordneten Manuel Haifinger. Neben kühlen Getränken und deftigem Essen kamen aber auch die Themen unserer aktuell krisengeprägten Zeit auf den Tisch. Nach der Ansprache gab es dann noch genügend Möglichkeiten, sich auszutauschen und auch, um sich etwas abzukühlen.